Okay. War's das? Okay. Dann gehen wir mal wieder, würde ich sagen. Einfach mal ein Patch hochgeladen gerade. Ja, basically, ne? Wie weit ist du mittlerweile nicht prozentmäßig? Gute Frage, keine Ahnung. The non-winged devil. Süßchen. Es wirkt jetzt irgendwie nicht so, als hätte ich... Achso, Bericht erstatten. Okay. Liveosaurus Rex, danke für 2 Monate Treue. Vielen, vielen Dank. So. So, Frau Doktor. Halt! Was wollt ihr von Dr. Kratzia? Hi? Verstehe, bitte wartet einen Augenblick. Ihr dürft zu ihr. Okay. Oh, hallo Seeker, du warst recht lange fort. Entschuldige meinen übervorsichtigen Leibwächter, aber der Bürgermeister glaubt, dass es nötig wäre, als ob ich das nötig hätte. Also, was hast du gefunden? Sorry. Was? Du hast ein seltsames schwarzes Faultier nördlich der verseuchten Sümpfe gefunden? Es hat sich an einem Teil des Pfades zu schaffen gemacht. Ein Stab erschien und reparierte diesen Teil anschließend. Höchst interessant. Könnte es sein, dass diese Stäbe als eine Art Abwehrreaktion beschworen wurden? Ich habe die Daten der Stäbe analysiert, die du hier bekämpft hast. Diese Stäbe agieren im Grunde wie ein Fehlersuchmechanismus. Jeder Stab prüft dabei eine bestimmte Funktion oder Routine. Wenn es kein Problem finden kann, erweitert es seine Suche, indem es mehr Stäbe generiert. Dabei muss etwas schiefgelaufen sein, denn die Fehlersuche des Pfads identifizierte die Shad und uns als die Ursache. Was nebenbei bemerkt nicht so weit hergeholt ist, unsere Erfahrung mit der Mine nachzuurteilen. Ironischerweise stand die tatsächliche Ursache genau vor ihnen. Was? Iner Nase. Gut, da keine weiteren Stäbe generiert wurden, können wir annehmen, dass wir den Pfad beruhigt haben. Ich werde mich nun trotzdem dort auf den Weg machen, um meine Vermutung zu bestätigen. Okami Rissi, 26 Jahre Treue, Dankeschön, guten Abend. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass ich richtig liege, nehme wahrscheinlich Vince mit, der mich vor dem bösen Pfad beschützen soll. Ich danke dir, Seeker. Ich werde auf dem Weg dorthin mit Katara reden. Hoffentlich nehmen die Shad dann wieder Vernunft an. Diesen Fehler können wir nicht dudeln. Ey! Hast du eigentlich die Henry-Quest weitergemacht? Also, ich hab die nicht und alle... Also, ich weiß nicht, wo er ist halt, basically. Seeker! Hi! Lu und ich haben gerade miteinander geredet und ich danke dir vielmals, dass du die Ursache all unserer Probleme gefunden hast. Ich habe bereits mit meinen Leuten geredet und fürs Erste wollen sie auch Seeker zum großen Baum gewähren lassen. Es braucht wohl seine Zeit, bis jeder einzelne von ihnen die Früchte ihrer Arbeit sieht und anerkennt. Ich werde mein Möglichstes tun, um die Beziehung zwischen Mensch und Chat wieder herzukitten. Danke nochmal, Seeker, und mögen wir uns wiedersehen. Bye. Wir gehen nochmal kurz hier gucken. Endlich, wir sind da. Seht euch diesen Riesenbaum an. Alter, es ist der Weltenbaum. Das ist also der große Criscaio, majestätisch in der Tat. Ui, also bereit für den Endspurt? Eigentlich, Tronny? Tut mir leid, aber ich muss wirklich gehen. Nein, bitte geh nicht, Tronny. Warum? Die letzte Quest war deutlich länger als erwartet. Ich muss noch eine Aufgabe für morgen vorbereiten. Nerd.
Ja, tut mir leid, aber wisst ihr was? Es macht mir nichts aus, wenn ihr beiden ohne mich das Rennen macht. Es ist ja ohnehin nach wie vor euer Wettstreit. Nein, Tronny, du gehörst mit dazu. Bei der Tempelmine war ich auch nicht dabei, oder? Ja, aber... Ja, stimmt. Es tut mir leid, aber jetzt muss ich mich wirklich ausloggen. Wir können morgen das Rennen zusammen machen, oder ihr macht das heute ohne mich, wie ihr wollt. Schwierige Entscheidung. Wir sehen uns auf alle Fälle. Macht's gut. Bye. Au revoir, du kleiner Nerd. Oh Mann. Einfach voll weggedisst. Abgabe, bla bla, muss mich ausloggen, bla, Verantwortung, bla. Was? War bei mir das gleiche, ich weiß. Also was machen wir jetzt? Sollen wir mit dem Rennen weitermachen oder nicht? Da sind wir. Der große Criscaio, Krone des Dschungels. Endlich, das waren jetzt auch genug Steine, die uns in den Weg gelegt haben. Also dann, bereit für den letzten Dungeon? Ehrlich gesagt, nein. Hä? Ich habe genug für heute. Wir sind gerade durch zwei Dungeons am Stück gerannt. Das Ganze war für meinen Geschmack auch etwas zu stressig. Waren die Dungeons zu schwer? Nein, ich meine deine ständige Lörgerei, während du auf mich gewartet hast. Oh, ich habe mich nur gefragt, ob du vielleicht irgendwo nicht weiterkommst. Ich hatte nicht um Hilfe gebeten. Ich gehe die Dinge einfach lieber ruhiger an. Schon gut. Also kein großer Criscaio heute. Schade, ich habe mich so darauf gefreut, Mann. Dann kletter den Baum halt alleine rauf. Ich mache das dann morgen für mich ganz alleine in Ruhe. Und das macht dir nichts aus? Nö, ich würde mich jetzt lieber ausloggen. Oh, sieh mal, wer da ist. Hi, Lea. Hi. Folgende Idee. Wie wäre es, wenn du wieder Leas Party beitrittst und den Dungeon mit ihr machst? Hä? Wie auch immer, ich bin weg. Bye. Tschüss. Bye? Das ging fix. Bonjour, Monsieur Graskopf. Oh, du bist auch hier? Was hat dein Freund gerade gesagt? Leas Party wieder beitreten? Ja. Ihr beide habt in einer Party gespielt? Mhm. So ist es. Vor zwei Tagen. Eine recht beeindruckende Party, möchte ich anmerken. Arme Lea. Das muss echt hart für dich gewesen sein. Tust mir richtig leid. Was? Egal, jetzt sind wir zu dritt, ne? Willst du bei unserem Dungeon-Rennen nur mitmachen oder nicht? Schon. Ihr macht tatsächlich einen Wettstreit daraus? Das ist ja süß. Und ob, Monsieur, ist es Zeit für ein Duell? Also normalerweise vermeide ich Partys mit Pentafist-Amateuren. Aber mit zwei Spheromancern könnte das durchaus vergnüglich werden. Was hast du gerade gesagt? Also ja, ich bin dabei. Ui, jetzt gibt's kein Zurück mehr für dich. Das Rennen steht also und der Pentafist-Amateur wird dir schon zeigen, wo es lang geht. Gut, worauf warten wir dann noch? Ja, aber wie gesagt, ich wollte jetzt erstmal zurückgehen eigentlich nochmal. So, Hallöchen, liebe Leute. Wir werden gleich gucken, ob wir endlich mal diese letzten da und da hin können. Jetzt mit unseren neuen Fähigkeiten, maybe. Das wäre schön. Vor allem mit dem Dubstep, der wird helfen. Boing, boing. Mal da drauf? Okay, gut. Ich war gerade nicht sicher. Okay. Hier ist noch ein bisschen Stuff zu looten. Oh. Okay, ich glaube, Dennis kommt heute aber nicht. Hallo? Spring da rüber. Achso, ich springe die ganze Zeit da oben drauf. Dachte schon. Ich dachte schon. Poly Xion. Hi, Nepu, Nepu. Sorry, Verspätung. Das ist doch gar kein Ding. So, komme ich von hier aus dahin? Fragen über Fragen. Ich gehe erstmal in diesen kleinen Teil. Alter, voll durchgesmackt einfach. Ui, Blobs sind Pflicht. Kann man richtig schön reindreschen, obwohl es ein bisschen eklig ist. So. Kann er bestimmt... War das hier? Ja, okay.
So, hier sind wir nicht weitergekommen, weil ich habe keine Ahnung, warum. Ist hier irgendwas zum Teleportieren? Nope. Hier sind wir tatsächlich einfach nicht weitergekommen, weil... Oh. Herr Dennis, was mache ich hier überhaupt, Alter? Slowpoke. Message ist angekommen. Ich werde so das Gefühl nicht los, dass ich hier trotzdem nicht weiterkomme. Never mind. Oder doch? Oder doch mind? Nein, never mind. Voll geil. So. Jetzt aber. Oh. Wo ist ja vorher nicht die Galaxiebeere? Seltsam schimmernde Frucht. Das Innere scheint sich magischerweise zu drehen. Stimmt irgendeine Anspielung, die ich nicht begreife. So, ich wollte jetzt mal wieder hier meine Sachen favorisieren. Die ich am häufigsten benutze. So. AKA, eigentlich die Sachen, die ich habe, die ich als einziges benutze. Da oben Kadaver? Nee. Nicht wirklich. Vorsitz Daniela Fanclub. Ich habe heute Weihnachtsgeschenke gekauft, also geht's hier gleich weiter mit der 2-Euro-Spende. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Lalalalala. Ein bisschen rüber sneaken. Zu niedrig. Ah, jetzt bin ich runtergejumpt gerade eben. Dann nochmal zurück. Na? Die Musik erinnert mich extrem an Spirit Tracks. Das habe ich leider nicht gespielt, also kann ich da gar nichts zu sagen. Vorsitzender der Daniela Fanclubs klingt aber nett. Willst du da auch rein, Ikari? Gold. Alter, 6 Goldbarren. Ich habe doch schon so viel Knete. Ja, was soll ich denn alles damit anfangen, Leute? So. Bin ich doch schon. Echt? Wo ist deine Mitgliedskarte? Einmal bitte vorzeigen. So viele Verdienste, Sweepray. Es ist echt niedlich, das neue Emote. Rion, danke dir für 11 Monate. Achtung, wait for it. Treue. Dankeschön. Geld. Hallo Falco Tuso. Das heißt, wir sollen nicht mehr spenden. Nicht mehr spenden? Was? Bringt mir mein Dubstep hier irgendwas? Ist die Frage, die ich mir stelle. Muss halt irgendwie da hoch, verdammt nochmal. Das gibt's doch nicht. Ich will da jetzt hin. Das gibt es doch nicht. 1 bisher, 2 kommen noch. Richtig.
Er hält bei Supray nur eine Hand hoch. Nein, das sind zwei. Das sind seine kleinen Jirachi-Patsche-Händchen. War ich hier noch nie? Oder wieso war das nicht aufgedeckt? Kreuzkodex. Hallo, Henne. Alles frisch. Ich habe am Anfang einen Kampf geglitscht. Aber mit Käse konnte ich es trotzdem noch retten. Basically das erste, was ich heute gemacht habe. So, komme ich vielleicht von da oben mal dahin. Ich will doch nur die Karte aufdecken. Bitte. Bitte sei lieb zu mir. Das sieht nicht so aus. Von da oben. Den in der Story mit den ganzen Säulen. Ja, richtig, genau den. Und zwar der allererste von denen. Da sind nämlich Katzen erschienen. Und dann kam eine Barriere. Allerdings hat sich eine Katze... hat sich hinter die Barriere... Wo ist hinter der Barriere irgendwie gespawnt? Oder ist direkt dahin gerannt? Wodurch ich sie quasi nicht erreichen konnte. Aber der Freeze-Skill hat mal wieder alles geklärt. Der Freeze-Skill war der einzige, der OP genug war, da trotzdem drauf zu... die Katze noch zu treffen. Tja, irgendwo hier muss ich doch hochkommen. Ja, war jetzt halb so wild, also. Aber ich dachte, ich erwähne das mal. Ich habe gerade... Ich hätte schon viel früher hingehen können anscheinend. Ja, tatsächlich. Ich habe den Weg einfach nur nicht gefunden. Huch. Na gut. Muss ich, ob man das fixen kann. Ach, man kann alles fixen. BRF. Lalala. Tja, ich habe ja schon gesagt, irgendwo gibt es noch Henry. Aber weiß Gott, wo der ist. Den würde ich nämlich gern mal langsam... So langsam würde ich ihn gern mal finden, den Dude. In der Richtung ist noch eine... Oh, ups. In der Richtung ist noch eine fehlende Quest. Oh, jetzt habe ich beide Schleime angeditscht. So. Oh, da kommen sie. Ganz langsam. Na, komm her. Wenn wir schon mal dabei sind. Okay, so, jetzt habe ich hier ganz viele... Also, was habe ich damit jetzt genau geöffnet? Naja, nehmen wir erstmal das hier. Maultaschen. Geil. So, ich kann mit der Wave Power... Ich habe den Sprung nicht geschafft. Ripperino, nochmal. Ist an sich immer nahe des Eingangsgebiets. Wieso? Irgendwie bin ich anscheinend bisher jedes Mal an dem vorbeigerannt. Weil ich habe seine Quest auf jeden Fall nicht angenommen. Ach, das ist zu hoch, oder? Ist das zu hoch? Wie verstehe ich es gerade nicht? Wie bin ich jetzt von da wieder zurückgejumpt? Moment. Ist das zu... Es ist echt zu hoch. Okay. Dann... Irgendwie verwirrt mich das gerade. Wieso ist es hier zu hoch, aber da nicht? Wahrscheinlich geht der hier noch höher, ne? So, Perspektive, mein schlimmster Feind, Leute. Ach, da kann man ja eh einfach durchschießen. Never mind. So.
Ich habe gerade irgendwas getrickshottet. Da hinten. Das war nicht mal Absicht, aber gut, den nehme ich. Muss ich da nur noch irgendwie hinkommen. Warte. Das geht. Ja, wenn ich es richtig machen würde, vielleicht. Aha, geht doch. Oh, es ist aber höher gelegen, nevermind. Aber nevermind. Okay, hier komme ich höher. Und da ist sogar noch eine... War ich da schon mal drin? Ah, das ist diese Höhle. Das ist diese Höhle da. Und jetzt kriegen wir es auch auf. Wunderbarst. Oh, wo komme ich hin? Ich habe eigentlich jetzt noch so viel... wo ich lang gehen kann. Ich gehe aber erstmal in die Höhle rein. Ich bin neugierig. Oho. Halt, wer will diese Höhle betreten? Hi, Lea. Aha, der mächtige Seeker, den wir angefordert haben, ist also eingetroffen. Aber wird er die Aufgabe sich als würdig erweisen? Ach so, diese eine Quest, die wir laufen haben, oder? Mhm. Wir werden sehen. Bei den Göttern und Ahnen, eure Fähigkeiten sollten Gete... Bei den Ahnen, nun gib mir aber endlich Ruhe und schick uns gefälligst runter. Also gut, der Seeker hat die Stimme gehört. Er möge voranschreiten. Bei deiner Lieblingsquest? Oh, nice. Das ist die hier wahrscheinlich dann, oder? Ja. Die hat mir ja schon vor einer Weile angenommen, weil ich wusste nicht, wie ich da hinkomme. Ja gut, dann machen wir die halt, wenn wir schon mal hier sind. Diese Quest gehasst habe. Oh, Kevitsch. Hier spalten sich anscheinend die Geister. Die Folgequest ist sauschwer, Imo. Ich bin gespannt. Hi! Hi! Oh, da bist du ja. Dachte, der Möchtegern Mime würde dich niemals durchlassen. Hi! Oh, du bist also hier, um uns dabei zu helfen, diese Tür zu öffnen. Oder? Wie? Keine Sorge, den komplizierten Teil übernimmt unser technisches Wunder hier. Du, Seeker, wirst es ganz einfach vor einlaufenden Gegnern beschützen. Zu diesem Zweck kannst du das Pfadläufer-kompatible Abwehrsystem hier nutzen. Ah. Grüß von New Moon, dann Grüße zurück. Gerade ist nur eins, aber wir werden über Zeit noch mehr heranschaffen. Die Dinger greifen automatisch ankommende Gegner an, sobald du sie aktiviert hast. Oh. Rede mit mir, sobald du bereit bist. Den Rest lernst du in der Praxis. Mhm. Okay. Hey, Seeker, bereit, dich gegen die Horden von Gegnern zu verteidigen? Ich glaube, ich muss... Ja, komm. In Ordnung, ich starte den Granat hier. Einen Augenblick. Zuerst aktiviere das Geschütz, indem du es ein paar Mal triffst und dann ein aufgeladenes Projektil darauf schießt. Machen wir mal. Okay, die erste Welle sollte kommen. So, bin mal gespannt. Also mit dem Feuer erstmal warten. Warte darauf, dass die Geschütze die Schilde neutralisieren, bevor du angreifst. Okay. Und dann. Okay, die werden beseitigt. Die Blobs mögen Kälte nicht, also werde ich jetzt die Kältegeschütze freischalten. Oh, das ist nett. Kann schon also zwischen neutral und elementar wechseln. Das habe ich nicht gelesen. Was? Obwohl, normal. Aktiviere, indem du Kälte-Elementar auf deine Schüsse feuerst. Achso, oh. Ups. Obwohl der Elementargeschütz stärker sitzt, zerstören sie keine Schilde. Also wirst du zwischen neutral und elementar wechseln müssen. So. Bin mal gespannt, wie viele das hier werden. Spiele ich ja gerade basically Tower Defense? Kann ja auch Feuer nehmen, ne? So. Kann Hitze schalte, Hitze geschlossen frei, um Gottes Willen. Es ist halt wirklich Tower Defense.
All right. Not Tower Defense. Es ist Turret Defense. Okay, Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen. Die nächsten bitte. Neues Geschütz. So, machen wir hier nochmal eins von denen hin. Können wir auch Elektrogeschütze machen eigentlich? Ja, okay. Oh. Hilfe. Lad es auf. Ah, ich habe nicht genug Energie, jetzt habe ich es erst gecheckt. Okay, never mind. Das funktioniert so ja auch ganz gut gerade, wa? Oh, apropos, ich bin fast tot. Hat mir der Blob gerade 1700 Schaden gemacht? Habe ich das richtig gesehen? Damn, das war viel. Hallo Schneelini, na? Na gut, dann halt ein bisschen vorsichtiger. So, wo steht meine Energy? Ach, Energie da rechts, okay. Wahrscheinlich war der Schild noch nicht aus oder so. Dann einmal hier hin. Okay, 25 brauche ich dafür, ne? Lalalalalala. So, jetzt habe ich aber genug Energie. Ich muss aufpassen, dass da oben Schild steht. So, packen wir hier. Feuer hin. Das unten kann ich noch nicht nutzen. Dann mal lurken. Dann viel Spaß beim Lurken. Wave und Electro Turret hast du nicht. Okay. So. Gut, da kommt da gleich noch mal ein Feuer hin. Ich weiß gerade nicht, welche Schwäche die Viecher haben. Eis ist gut, okay. Eis ist sehr, sehr gut. Das macht mir schon wieder so viel Schaden. Ich glaube, ich lasse die Turrets erstmal schießen. Und gönn mir ein Sandwich. Oh oh. So. Das hat doch noch geklappt. Noch Energie für eins. So. Okay. Das ist echt cool. So, ihr kommt hier nicht vorbei.
kurz ein bisschen aufpassen hier. Elementüberladung hier. Oh, die machen das schon alleine. Ah, das war's. Okay, cool. Das war's. Gute Arbeit, Sieger, komm hierher und wir besprechen die Ergebnisse.